Hallihallo, Hallöchen und damit herzlich willkommen zurück zu StarCraft 2 Legacy of the Void, die Protoss-Kampagne. Wir sind in Mission 4, da sollen wir ein paar Batterien freischalten, um die Speer des Adun, so heißt das Mutterschiff, freizuschalten. Und das sind wir beim letzten Mal, ist das ein bisschen unglücklich gelaufen, sagen wir mal so. Ich glaube, da war ich ein bisschen zu gierig. Entsprechend versuche ich es diesmal etwas geschickter. Ist vielleicht die Spielgeschwindigkeit runtergestellt? Nö, ne? Kann man gar nicht ändern. Na gut. Wird schon passen. Ihr könnt über die Speer des Adun an den Pylonen heranwarpen. Klickt dazu oben im Kommandobild. Brauchen wir hier, machen wir die Waffen-Upgrades. Unsere Kanonen werden nun Gegner in Reichweite unter Beschuss nehmen. Ja, ja, werden Gegner in Reichweite unter Beschuss. Lädt die Schildbatterie ihre Schilde wieder auf. Der erklärt uns praktisch, wie diese Schildbatterie hier funktioniert, die übrigens sau cool animiert ist. Ich finde die sau geil mit diesem kleinen Bällchen da und die Protoss sind hier überhaupt so ballversessen irgendwie, habe ich das Gefühl. Und wir müssen jetzt versuchen, in dieser Mission diese 5 Energiezellen hier, da drüben, diese 5 Stück hier auf der Map, zu aktivieren und dabei nicht zu sterben, was überraschend schwierig ist. Also die brutale Kampagne hat es brutal in sich. Also die ist jetzt nicht das Schwerste, was es gibt, aber ist schon, sagen wir so, im Vergleich zur Heart of the Swarm Kampagne, wo, also ich weiß nicht, vielleicht lag es an mir, aber die Heart of the Swarm Kampagne, gut, ich als Zerg-Spieler, habe ich auf Anhieb auf brutal durchgespielt, ohne zu wissen, wie die Mission aussieht, nicht einmal abgekackt. Außer bei den Missionen auf Zerus, wo man so ein bisschen Diablo-Style spielen muss, nur mit der Kerrigan alleine. Das fand ich ein bisschen, okay, also gut. So, okay, der erzählt uns hier irgendwas von Warp-Toren mal ein bisschen. Und ich genehmige uns mal derweil einen Kybernetik-Kern, dass wir auch ein paar Stalker heranwarpen können. So. Ich glaube, ich habe letztes Mal zu viel auf Stalker gesetzt und zu wenig auf Zealots. Die Gegner haben ziemlich viele Immortals und Dragoner. Die machen beide Bonusschaden gegen gepanzerte Stalker. Da ist es vielleicht geschickter, mit ungepanzerten Zealots zu arbeiten. Nur so eine Idee. So. Okay. Zergling-Organismen nähern sich dem Nexus. Bereitet die Verteidigung vor. So, okay. Verteidigung. Naja, nicht genug. Pylonen, Armor Upgrade. So, sobald der Pylon fertig ist, holen wir jetzt was. So, Zealot reinwarpen. Oh oh. Zealots am Leben bleiben! Nicht nach vorne pirschen! Nein, nein, bleibt da hinten, alle! Los, lass die Cannons, lass die Cannons machen. Sehr diszipliniert, diese Protoss. So. Holen wir uns einen Haufen Drohnen. Heißen die Drohnen? Die heißen. Ne, die Zerg heißen Drohnen. Die Zerg-Units heißen Drohnen. Die heißen Sonden. Mein Fehler. Sonden. Entschuldigung. So. Noch ein Gate. Okay. Und eine Schildbatterie, weil die Dinger sind mega. Die kommen sogar direkt mit Energie auf die Welt. Mit 50 Energie. Weil unsere alte Schildbatterie habe ich schon direkt leer gesaugt. Vielleicht gleich noch eine? Hacken wir gleich noch eine Schildbatterie. So. Stalker noch. Okay, 3 Schildbatterien, 2 Cannons. Gesaved erstmal. Okay. So, das zweite Gas, darauf werden wir erstmal verzichten. Dafür Krone Boost auf die Forschung. So, gleich mal die nächste andrücken. Dann holen wir jetzt noch einen Zealot. So, Zealots nach vorne. So, und dann schauen wir mal, was wir hier gebacken bekommen. So, Splash, Splash. Halbtote Zealots, kommen bitte wieder zurück. So, ihr deckt mal kurz den Rückzug. So, ja, auch zurück. Ein bisschen Blink-Micro hier. Okay. Schildbatterie bitte wieder aufladen. Die kann nämlich, die Schildbatterien laden nämlich auch die Units auf, nicht nur die Cans. Was ziemlich nice ist. So. Ja, ja. Hab ich schon verstanden. Wir können hier nämlich diese herrenlosen Warp-Tore angrabbeln. So, da gibt es nämlich auch ein paar Bonusressourcen. Unsere Einheiten haben ein Warp-Tor entdeckt. Und blub. Wir sollten einen Pylonen errichten, um es so mit Energie zu versorgen. Das Warp-Tor okay ist wieder in Betrieb. Darüber können wir sofort neue Einheiten heranwarpen. Dann hier noch ein Pylon. Ich glaube, wir brauchen doch ein Gas lieber. So. Nicht genug Pylons. So.
Hätte aber trotzdem gerne... So vielleicht? Nee, da passen keine zwei Gates rein, oder? Doch, wenn ich so baue. Okay. Yay! So. Hey, was ist hier los? Wow, 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 wow. Okay, die haben eine Ken abgerüstet. Keine Panik, ist nur eine Ken gewesen. Alles gut. So, jetzt geht's für den Gegenangriff. Bis wir hier die Kens wieder aufbauen. Machen wir zwei Stück draus. Okay. Na, sieht doch gut aus. Würde ich euch bitte um diesen Mutalisken da kümmern? Na, geht doch. So. Okay, Schild-Upgrade ist auch gleich durch. Damit haben wir das 111-Upgrade. Die Batterie haben wir auch noch freigeschaltet. Das läuft doch. Kämpfe nicht gegen deine Bestimmung an, Artanis. Ja, ja, ja. Kämpfe gegen deine Bestimmung an. Endlich wahre Einigkeit gefunden. Deren Stimme klingt so creepy. Sensoren aktiviert. Halt, was ist das? Warp-Prismen nähern sich. So, los, los, los. Killt die Warp-Prismen. Schalte diese Warp-Prismen aus. Okay, so. Hier warpen wir einen Pylon direkt von der Sperre des Adun und dazu ein paar Zealots. Und dann go for it, bevor der Gegner hier fett dran warpt. So, mach Zealots. Shit, ich wollte eigentlich nur mit einem Stalker zurückblicken, nicht mit allen. So, schön alles wegmeucheln. Okay, läuft. Und als Belohnung geben wir uns mal diese Ressourcen hier. Haha, bling bling. Na? Komisches Krabbelfisch. Oh nein, 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 nein. Uhoho. Splitten, splitten. Haben wir doch von den Terranern gelernt. Gegen Banding immer splitten. Kriegt das Teil. Okay. Puh. Soweit, so gut. Wie sieht's in der Base aus? So, klappen wir ein paar Gates aus. Eine weitere Gruppe Zerklinge nähert sich unserem Nexus von. Okay. Hauen wir mal ein paar Schildbatterien hin. Und dazu ein paar Cannons. Okay, so. Dann müssen wir jetzt hier runter. Da sind wir letztes Mal, haben wir schon gesagt, herbe Verluste erlitten. Weil da unten sind die echt heftig aufgestellt, sagen wir mal so. Widersetzt euch nicht länger. So. Ihr werdet von eurem Elend erlöst sein. Blink. Ups, nix Blink. Blink ist auf Cooldown. Jetzt auch. So und so. Und die Zealots machen einen guten Job. Und als Belohnung gibt es hier direkt wieder Ressourcen. Oh ja. Dankeschön. Pylon. Karax, ich habe ein weiteres Rotor aktiviert. So. Macht es sofort bereit. Okay. Bisschen Reinforcement. Oh, will ich über diese Brücke hier drüber? Nein, ich will nicht über die Brücke. Wir gehen über die Mitte. Und töte meiner diesen blöden Vogel da. Na, geht doch. Okay. So, noch ein bisschen Reinforcement. Ach, Brille zurechtdrücken, dass man auch was Gutes sieht. So, dann gehen wir hier über die Mitte. Hier rein, so. So, praktisch über diesen Pfad. Weil hier über diese kleine Brücke, das ist ja das reinste Abgeschlachte. Okay, Marcellets. Okay, okay, los geht's. Go. Gib ihm. Aggressive Blink. Und rein geht's. Autsch. Wo ist meine nächste Warp-In-Position? Hier. So, immer schön weiter von nach vorne pushen. Nach vorne blinken. Kümmert euch um den Spinecrawler. Mutas macht jetzt nicht den Schaden. So, okay. So. Oh, oh. Sieht nicht so gut aus. Okay. Mehr Zealots. Au. Puh, diese Dragoner machen so heftig Schaden. Die machen 26 Schaden, glaube ich, habe ich letztes Mal drauf geklickt. Die Hetzer machen 15. Das ist annähernd doppelt so viel. Und ich glaube, die schießen auch noch häufiger, wenn ich mich nicht irre. Also die sind ganz schön der Shit. Hey, nicht zurückbleiben. Um Gottes Willen, das ist viel zu viel, niemals.
Rückzug, Rückzug, Rückzug. Wuhu. Heilige Axt. Wo kriege ich jetzt noch Ressourcen her? Was ist hier los? Blink. Blink, blink. Okay. Puh. Oh, Verräter. So, Zealots first. Die Cans halten noch ein bisschen Stand, aber nicht übertrieben lange. Aber die machen den Schaden schneller, als die Schildbatterien ihn heilen können. So, puh. Also gut, dass ich da drei Schildbatterien hingesetzt habe. Weil zwei Stück haben sich schon verabschiedet. So. Machen wir vielleicht noch eine dritte da oben hin. So. Und peilen. Okay. Ressourcentechnisch sind wir halt echt dünn dabei. Also das ist... Gas haben wir bis zum Erbrechen, aber mit Gas können wir nichts anfangen. Hm. Dann müssen wir mal schauen, was da oben abgeht. Vielleicht ist es da oben irgendwie besser aufgestellt. Hauen wir jetzt hier den Pylon hin. So, sehen wir mal. Sieht's da besser aus? Es ist zumindest nur Zerg. Ah, Ultralisten-Zerg. Na, danke. Fokus frei mal den Ultra. Autsch. Das lief zumindest besser. Whoops. Von wegen. Der hier. Und der. Oh, der auch. Verdammt. Zu langsam. Dann kliert das endlich hier. Hier gibt es bestimmt irgendwo Ressourcen in der Ecke. Aha, da sind sie auch schon. Holy moly. Oh, Schande. So, jetzt. Was kommt denn hier angeflogen? Ja klar, ist ja sonst nichts da. Verdammte Axt. Ich wollte an die Ressourcen ran und jetzt habe ich noch weniger. Können wir hier irgendwie an Ressourcen? Übersehe ich irgendwas? Jetzt, ich glaube, bei dieser Welle bin ich letztes Mal krepiert. Immerhin werden wir jetzt nicht sterben, weil die Verteidigung ist diesmal deutlich besser. Aber... Also gut. Das Problem ist, dass ich die Zealots nicht zurückziehen kann. Die Zealots sind zu langsam. Die Stalker können sich immer noch rausblinken und fertig. Problem erledigt. Kann mich zurückziehen, aber die... Aber Zealots? Nö. Die halt eher so nicht. Komm, ich rieche doch, dass da hinten Warpgate ist. Ja, da ist es schon. Ich riech's doch. So, hauen wir hier einen Pylon rein. Okay. Ausgezeichnet, Hierarch. So. Wir haben alle Warp-Tore unter unsere Kontrolle gebracht. Gut. Da haben wir jetzt 14 Stalker. Nehmen wir den gelben vielleicht ein bisschen nach hinten. So. Schauen wir mal, wie weit wir hier damit kommen. Wie schafft es dieser gelbe angeknackte Stalker immer an die Front? Ihr nähert euch dem Schwarmcluster der Wow, lauf, 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 lauf. Wuhu. Schön bei den Schildbatterien kämpfen. Dankeschön. Mehr Stalker. Splash. Ah, verdammt, wir haben Stalker verloren. Ich hätte gehofft, wenn ich aggressiv reinblinke, haben wir genug Damage-Output, um die praktisch auf einem
Schlag abzuknicken, aber. Und hier sind wir immer noch nicht weiter. Was ist das denn für ein Viech? Bräuchte denn irgendwas, was Stalker repariert? Was ist denn da los? Oh oh! Schnell zurück nach Hause. Das hier sieht nicht gut aus. Wobei, die klumpen hier auf der Ramp fest. Die Schildbatterien haben sogar noch ein bisschen Energie. Na, wisst ihr was, die packen das schon. Ich riskiere jetzt nicht meine Stalker hier. Dauert zwar ein Weilchen, aber die Batterien haben... Oh nein, die Schildbatterien sind leer. Was ist denn da los? So, okay, Problem erledigt. Puh, das war knapp. Okay, schauen wir mal. Dann peilen. Mehr Stalker. Ich hab 1500 Gas. Unglaublich. Okay. So, nehmen wir mal die halb kaputten Stalker nach hinten. Und schauen wir, ob wir jetzt hier noch... Was ist jetzt schon wieder los? So, schauen wir, ob wir da reinkommen. So, schön one-shotten. Okay. Den Hydra. So, und jetzt hier, den da. Okay. Naja, geht doch. Okay, aggressive blink. Pylon. Okay, und mehr Stalker. Gut. Ja, doch Stalker. Scheiß auf Zealot. So, läuft doch. Ich bin die Stimme der Finster. Irach, ich registriere die Präsenz von Protoss in Nö, 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 nö. Nicht zu einer Energiezelle. Alles richtet sich gegen euch. Okay, wir müssen hier weg. Oh, oh. Ich rieche böses Zeug. Nydos-Würmer, Schnellkrieger, vernichtet sie. Noch sind wir nicht besiegt. So, lauf, 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 lauf. Die Base Defense wird schon ein bisschen was aushalten. Wenn wir schnell genug die Würmchen hier kaputt schießen. Okay, jetzt müssen wir schnell auf die andere Seite. Da sind noch zwei Würmchen. Zwei Nydus-Würmchen. Sollten wir möglichst schnell zerlegen. Das sieht doch alles gut aus. Okay. Sehr gut. Ja, diesmal sieht es doch gut aus. Ab dem Moment, wo ich nur auf Stalker umgeschult bin. Oh, fuck. Aggressive Blink, komm. Kill die Immortals. Voll drauf. Wie sieht's hier aus? Puh! Los, 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 los. So, okay. Puh, wo kommen denn jetzt diese Immortals her? Ist ja. Okay, aber wir haben immerhin drei Batterien schon. Und die, dann fehlen noch die zwei Batterien hier. Alles klar. Also, dann haben wir hier einen Pylonen. Und hier auch. Und Ken 1, Ken 2. Hier auch. Ken 1, Ken 2. Und ein Pylon davor. Und ein Pylon davor. Nur so, um gegnerische Units zu blocken praktisch. Okay. Jetzt müssen wir hier hoch, hä? Da holen wir jetzt vorher noch ein paar Stalker mit. Zwei Stück. Okay. So, Zealots, please nach vorne. Ihr seid ja so schön die Freiwilligen. Okay. Und los geht's, rein da. Okay, dann holen wir jetzt hier einen Pylon hin. Hey, könntet ihr mal bitte alle weiter angreifen? Nicht die Hälfte steht dumm rum. So, läuft doch. Haha!
Mars Stalker, ich sag's euch. Weiß man seit Wings of Liberty Multiplayer-Modus. Noch eine letzte Energiezelle muss aktiviert werden. Okay. Dann ist die Sperre des Adun einsatzbereit. Heilige Axt. Was bringt sie? Erlösung. Ha? So, so. Oh, oh. Maßig Warpressen. Und Viecher hier. Okay, ganz schnell zurück. Wow. Wow. Das sieht aber nicht so gut aus hier. Okay. So, da haben wir hier ein bisschen was abgeschaltet. So. Okay. Soweit so gut. Wie sieht es auf der linken Seite aus? Überhaupt nicht gut. Okay. Räumen wir das Feld von hinten auf. Los geht's. Wenn wir ein bisschen Infrastruktur verlieren, ist jetzt nicht arg zu schlimm. Arg zu schlimm vor allem. So, okay. Aggressive Blink rein. Wir siegen durch Überzahl. Die Probes können ruhig mal ein bisschen mithelfen. Oh, Schande. So. Okay. Oh, da ist noch ein Nidusum übrig. Okay. Müssen wir schnell abschalten. Das spuckt nämlich relativ sicher immer weiter Units aus. Und so wie ich meine Ressourcenfelder einschätze, war es das jetzt bei mir mit Nachproduzieren. Das heißt, wir müssen jetzt hier noch rein. Diesen Ding hier killen und das war's dann. Okay. Ist doch mal ein Plan. Puh. Okay, wir nehmen ein paar der Arbeiter mit. Ich meine, theoretisch könnten wir noch Gas abbauen, aber wir haben über 2200 Gas. Das braucht kein Mensch. So. Pylon nach vorne. Stalker, Stalker, Stalker. Ja, nur zwei. Okay. So. Hier die Worker mit in die Gruppe. Okay. Und go. So, fokus mal die Immos erstmal. So, und jetzt die Carrier. Okay, Carrier hat sich erledigt. Nur noch Stalker übrig. Die kompletten Drohnen, die kompletten Zealots sind gestorben. Okay. Nur noch Stalker übrig. Wie kriegen wir... Oh, Gottes Willen. Wie sieht's hier aus? Hier haben wir noch 100 Mineralien, hier noch 90. Super. Bling. 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 Okay. Oh nö. Okay, das müssen wir irgendwie ohne schaffen. Okay, können wir da einfach reinblinken? Haben wir da irgendeine Chance, da einfach reinzurennen und das Ding zu killen? Vielleicht so über die Kanten irgendwie? Autsch. Okay, die Base haben wir verloren. Das ist nicht so geil. Vielleicht hier so uns entlang sneaken irgendwie. So, das war nicht geplant. Autsch, autsch, autsch. Ich stehe hier voll in der Reichweite von diesem blöden Stachelkrabbler. Los jetzt. Kill das Teil. Oh, aber das sieht gut aus. Ich glaube, wir kommen von hier ran. Oh ja!
Oh nein, oh nein, oh nein! Komm schon! Nein, 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 nein! Wir leben noch! Nein! Verdammte Axt! Nur 110. Na gut. Cellavi, was soll man machen? Wie gesagt, die Schlaumeier, die das auch brutal geschafft haben, dürfen mir gerne Tipps in die Comments geben. Ich schaue es mir mal an. Mal gucken, was beim nächsten Mal rauskommt. Bis dahin, viel Spaß. Aufgepasst, ich habe eine Idee. Ich nehme einfach einen Arsch voll Stalker. 43 Stück an der Zahl. Lass meine Base hier hinten sterben. Und dann mache ich folgendes. Attacke! Rein da! Focus Fire! Woo! Woo! Bam! Läuft! Warte mal, muss ich überleben? Nee! Es funktioniert! Mega Taktik! Woo! Manchmal ist irgendwie die simpelste Art die beste. Bis zum nächsten Mal.